Hola y muy bienvenido al curso Vamos Español. Ich freue mich sehr, dass du dir wieder ein paar Minuten Zeit nimmst, um mit mir hier Spanisch zu lernen. Nach diesem kurzen Video wirst du bereits Folgendes gelernt haben. Es la hermana de mi amiga. Los chicos tienen 14 años. No, no hablan inglés. Tú hablas portugués. Ellos no son de Alemania. Tengo un hijo y dos sobrinos. Bleib mit mir dabei und du wirst sehen, nach kurzer Zeit kannst du dein Umfeld mit deinem Spanisch beeindrucken. Als erste Neuheit in diesem Video klären wir die Artikelfrage und damit knüpfen wir auch an das letzte Video an. Die Artikel im Deutschen. Ein, eine, ein Mann, ein Kind, eine Frau. Wir haben also drei. Im Spanischen haben wir nur zwei dafür. Un oder una, je nachdem, ob männlich oder weiblich. Die unbestimmten Artikel können ebenfalls im Plural stehen. Dann wird es heißen unos oder unas. Wir hatten dazu schon ein paar Beispiele, zum Beispiel tengo una hermana. Ich habe eine Schwester. Una, weiblich, Singular. Du kannst also sagen, yo tengo una hermana. Yo tengo un hermano. Wenn du mehrere Schwestern oder mehrere Brüder hast, kannst du sagen, yo tengo unas hermanas. Yo tengo unos hermanos. Fahren wir mit dem bestimmten Artikel fort. Im Spanischen sagt man der Junge, el chico. Das Mädchen, la chica. Die Jungen, los chicos. Die Mädchen, las chicas. Und damit hätten wir die kompletten Artikel beieinander. Mit den unbestimmten Artikeln haben wir schon einige Beispiele gehört. Also lass uns noch ein paar Sätze bilden mit den bestimmten Artikeln. Zum Beispiel, der Vater meiner Schwester ist mein Vater. El padre de mi hermana es mi padre. Hier verwenden wir den bestimmten Artikel. Im Plural. Die Jungen sind 14 Jahre alt. Los chicos tienen 14 años. Die Mutter von Paula. La madre de Paula. Es de Chile.
Und noch ein Satz, weiblich Plural. Die Frauen sind aus Peru. Las mujeres son de Perú. Da brauchen wir immer den bestimmten Artikel. Lass uns noch ein paar weitere Familienmitglieder kennenlernen. Du kennst schon la madre, el padre, la hermana, el hermano, el abuelo, la abuela. Weitere Wörter für unsere Box sind el hijo, la hija, der Sohn, die Tochter. El sobrino, la sobrina, der Neffe, die Nichte. El primo, la prima, der Cousin, die Cousine. Und el tío, la tía, der Onkel, die Tante. Es wird Zeit für ein paar regelmäßige Verben. Und zwar gibt es im Spanischen drei verschiedene Arten von Verben. Verben auf AR, Verben auf ER und Verben auf IR. Wir lernen heute die Konjugation der Verben auf AR. Wie zum Beispiel ein Verb, das du schon kennst, hablar. Wir fangen wieder ganz kurz mit den Subjektpronomen an. Ein kleiner Hinweis, da du gerade die bestimmten Artikel gelernt hast. Es gibt den bestimmten Artikel L, den man ohne Akzent schreibt, und es gibt das Subjektpronomen L. Das schreibt man mit Akzent. Also hier aufpassen, dass du die zwei nicht verwechselst. So, die Form von yo kennst du schon. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Y ellos, ellas, ustedes hablan. Was du hier an meiner Schreibweise siehst, ist, dass das Wort hablar, das Verb, hat einen Stamm. Der Stamm heißt habl. Und an den Stamm werden dann die Endungen je nach Person angehängt. Das haben wir jetzt so geschrieben, weil das ist bei anderen AR-Verben genauso. Da haben wir dieselben Endungen und du kannst dasselbe System auf ganz, ganz viele weitere Verben anwenden. Auch hierzu noch ein paar kurze Beispiele. Ich spreche Spanisch. Hablo español. Wir sprechen Französisch. Hablamos francés. Sie sprechen Portugiesisch. Hablan portugués. Du kannst also jetzt das Verb hablar in allen möglichen Personen durchkonjugieren und ein bisschen herumspielen mit den Sprachen. Was machst du jetzt, wenn dich jemand fragt, sprichst du Portugiesisch?
hablas portugués, aber du sprichst kein Portugiesisch. Wir müssen also die Verneinung lernen. Die Verneinung wird im Spanischen mit no vollzogen. Und zwar wird dieses no vor das konjugierte Verb gestellt. Das heißt zum Beispiel, hablas portugués? No, no hablo portugués. Eigentlich ganz einfach. ¿Eres de España? No, no soy de España. ¿Los chicos tienen 14 años? No, no tienen 14 años. Du siehst also, das No steht immer vor dem konjugierten Verb. Vale, muy bien, chicos y chicas. ¿Qué hemos aprendido hoy? Was habt ihr heute gelernt? Du hast zunächst mal den unbestimmten und den bestimmten Artikel kennengelernt. Dazu haben wir ein paar Sätze gebildet. Dann haben wir uns die regelmäßigen Verben auf AR angeschaut. Hablar, du kannst jetzt regelmäßige Verben auf AR konjugieren. Außerdem hast du neue Vokabeln zu den Familienmitgliedern kennengelernt. Und schließlich auch noch, wie man die Verneinung im Spanischen bildet. Sehr schön. Muy bien hecho, chicos. Entonces, hemos aprendido. Mi amiga es de España. Es la amiga de mi hermana. Los chicos tienen 14 años. Tú hablas español. Ellos no hablan portugués. Tengo dos hijos y un sobrino. Muy bien, hasta la próxima, chicos.